In diesem Jahr will das Hilfswerk Missio die Kirche in Deutschland auf das Leben und die Menschen in Äthiopien aufmerksam machen. Deswegen bin ich hier. So, my being here is because of this. The Pope asked very much this year in the for the Mission Sunday. Papst Franziskus hat in diesem Jahr in seiner Botschaft zum Weltmissionssonntag den Schwerpunkt vor allem auf die Jugend gelegt. Sie können und sollen als Teil der Kirche aktiv bei der Verbreitung des Evangeliums mitarbeiten. Wir haben in unserer Kirche viele Jugendliche. 60% der Bevölkerung bei uns in Äthiopien sind Jugendliche, wie in Afrika überall. Deswegen ist es wichtig, dass Jugendliche andere Jugendliche in der Katechese unterrichten. Und das ist auch Teil unserer Arbeit in Äthiopien. Evangelizers of the other youth. That is a very important thing that we do find it also in our mission. Der Motor, das Team, das Missio bei uns unterstützt, will zeigen, dass die katholische Kirche allen Menschen eine Heimat gibt. Und darum geht es auch der katholischen Kirche in unserem Land. Als Komboni-Missionar kann ich nur sagen, genau so ist es. Wir geben allen eine Heimat. Allen, die wie das Volk der Gumus durch andere an den Rand gedrängt, marginalisiert werden, welcher Volksgruppe sie auch immer angehören. Tribes, neighbors, etc. And yeah, I mean, an important invitation I'd like to leave is this. Ich möchte den Menschen heute eine wichtige Sache mitgeben. Seien Sie Teil der Mission. In Ihrem Herzen, in Ihrem Leben, in Ihren Gebeten. Deutschland ist darin großartig, war es immer, in der Vergangenheit, aber auch in Zukunft soll es weiter so sein. Weil wir bekommen eine Menge Unterstützung von Missio in Aachen, aber auch aus der ganzen Kirche, von den Christen in Deutschland. Das ist wunderbar. Herzlichen Dank dafür. This Mission Sunday. As Christians, an diesem Sonntag der Weltmission sollen wir als Christen daran denken und uns bewusst sein, jeder Mensch hat in dieser Welt eine Mission. In ganz verschiedenen Berufungen natürlich. Jeder Mensch hat eine Mission. Papst Franziskus sagt es immer wieder. Und ich danke Ihnen dafür, wenn Sie diesem Gedanken Raum in Ihrem Leben geben. Auf der Suche danach bleiben. First of all, give space to the mission in your life and search for it. Make space in your own life. Öffnen Sie sich, geben Sie in Ihrem Leben einen Raum für andere Kulturen, andere Lebensweisen, andere Völker. Das kann für Sie eine Riesenbereicherung sein. Wir können viel voneinander lernen, aber vorher müssen wir uns auch erstmal kennenlernen. Und dann können wir lernen. Dieser Sonntag der Weltmission kann dabei helfen, einen Weg in Ihr Herz zu finden, sich für andere und Ihr Wohl zu öffnen. Danke Ihnen. For the others and for the good of others. Thank you.